Once upon a time, ich allein mit meinem Pferd in der Prärie von Thüringen. Und Kira ist auch dabei. Kira, und das setzt dem Ganzen die Krone auf, führt sogar mein Pferd. Also eigentlich kann ich ja auch loslassen und dann muss ich gar nichts machen. Ich sitze los. Wir sind hier gerade bei euch auf dem Haflingergestüt in Meura. Und du arbeitest hier. Was machst du hier? Genau. Ich bin hauptsächlich im Ausbildungsteam tätig und gebe viel Reitunterricht mit. Genau. Reitunterricht, ihr habt über 300 Pferde. Ja. Und zwar alles Haflinger. Genau. Und Menschen können hier herkommen mit ihren Familien, mit ihren Kindern. Genau. Wenn man noch nicht reiten kann, kann man sich aber Ponys mitnehmen und hier wandern gehen. Wir haben Shetland-Ponys, die sind zum Ausleihen. Da können Kinder bis ca. 30, 35 Kilo drauf. Da kann man mit denen spazieren gehen. Und dann kann man hier die Landschaft genießen. Die Landschaft genießen, genau. Hallo. Okay, so richtig Lust hat er wirklich nicht auf mich. Also man kann ausreiten, man kann mit euch zusammen dieses Leben auf dem Reiterhof erleben. Aber ihr züchtet auch Pferde und verkauft die auch, richtig? Ganz genau, ja. Darf man Hallo sagen? Mhm. Mach dich mal ein bisschen kleiner. Kleiner machen? Guck mal her. Ja, hallo. Krass. Oh, guck mal, jetzt bin ich die Attraktion des Stalls. Hallo. Finden die mich spannend oder denken die, ich habe Futter und weg ist er? Nee, an Futter denken sie noch nicht. Kann das sein, dass die mal in die Hand beißen? Ja. Echt, wirklich? Weil sie knabbern alles an. Geil. Okay, warum? Einfach weil sie gucken Neugierde. Wollen, was das ist? Neugierde. Einfach mal drauf beißen, die Welt kennenlernen, wie Babys das auch machen. Die Führung oder auch die Besucher, die hier so durchgehen und sich anmelden, können immer zu jeder Zeit hier in den Stall rein und können Fohlen knullen, so viel sie wollen. Und das heißt, man hat hier vor allem wahrscheinlich glückliche Kinder, die zum ersten Mal mit Fohlen kuscheln. Och, ist ja auch wirklich Wahnsinn. Und hätte ich nicht gedacht, dass die so schnell so zutraulich sind. Ja. Also Action hier auf dem Hof hat man zwar schon, man kann ausreiten, man kann theoretisch mal in den Stall gucken und man kann sich die Pferde angucken. Ich habe aber Bock, dass es jetzt noch ein bisschen mehr abgeht und deswegen gehe ich jetzt mal richtig tief unter die Erde. Rote Overalls. Richtig gut. Sehen wir aus wie bei Haus des Geldes. Richtig stark. So Jungs, rein da. Ich bin jetzt in Schmiedefeld und zwar im Schaubergwerk von der Morassinerhöhle. Die Andrea ist bei mir und du wirst mit uns zusammen jetzt gleich hier runtergehen. Was erwartet mich jetzt? Wo gehen wir jetzt hin? Gefährlich, gefährlich. Wir gehen jetzt praktisch 6 Meter hier runter, werden wir abgeseilt. Mhm. Und dann laufen wir in einen sehr, sehr engen Stollen, ungefähr 20 Meter, bis wir praktisch den Bereich tiefe Sohle haben. Und da sind wir dann 80 Meter unter Tage und sehen praktisch einen Hohlraum, wo der Bergbau angefangen hat. Gut. Wahnsinn. Aber der Holzfalken sieht nicht mehr so gut aus, oder? Ja, ja. Das ist eben wirklich Anfang, ne? Hier, wo ich jetzt hier stehe, die Stempel sind neu, ne? Ja. Die haben wir mit der Schiller-Uni reingebracht, deswegen dürfen wir auch noch bis hierher. Und hier. Aber ist die da? Also wenn die abfallen sozusagen, dann was passiert dann, nix, wenn die durchbrechen? Erstmal eventuell nichts. Die Höhle, die war dann schon da. Die, die war noch nicht da. Die war nicht da. Alles hier ist alles durch Menschenhand rausgeholt worden. Wahnsinn. Ja, alles durch Menschenhand. Insgesamt, theoretisch, dürfte diese 3-Sohlen-Tour im Schaubergwerk, könnte jeder machen. Kann jeder machen. Also ich sag mal, Kinder ab 14 und dann, wenn er keine Beengung hat und kommt, bleibt nicht stecken, kann das jeder machen. Bleibt nicht stecken. Man muss sich einschätzen können. Ja. Ne?
Okay, ja. Man muss also auch, man muss sich sozusagen einschätzen. Man muss seine Grenzen kennen, sage ich mal. Wie viel Kitzel will ich haben? Ja, okay. Na? Also wenn du weitergehst mit deinen Warthosen, könntest du praktisch unter so einen Stein durch und würdest am Heilstollen vorne rauskommen. Deutlich angenehmer zum Laufen, oder? Also man hat ja viel mehr Platz. Wir sind jetzt nicht mehr auf der ersten Sohle, sondern wir sind jetzt auf der zweiten Sohle. Mhm. Wie tief sind wir jetzt unter der Erde? 60 Meter. Und das ist jetzt hier der Heilstollen. Das ist unser Schmuckstück, der Heilstollen, genau. Und was genau mache ich hier? Warum kommen Leute hierher? Also hier kommen praktisch Leute her, die Probleme mit den oberen Atemwegen haben, wie Asthma, Neurodermitis, Bronchitis. Man könnte es auch für Corona-Nachbehandlung machen, ist perfekt, weil es ja viel für Lungenkranke ist. Wir haben eine konstante Luftfeuchte, fast 99%. Ja. Wir haben einen leichten Radongehalt, was sehr gut ist, in der richtigen Dosis, praktisch Medizin ohne Beipackzettel hier unten. Okay, ja. Cool. Also ich könnte mich jetzt hier hinlegen und einfach entspannen. Und atmen, einfach in den Schlafsack einpacken und 2 Stunden atmen, gut atmen. In den Schlafsack einpacken, weil es so kalt ist? Ja, ist ja kühl, ne? 7,5 Grad habe ich. 8 Grad hier unten. 8 Grad. 8 Grad. Es ist total schön, wie das Wasser in diesen Rillen dann darunter fließt. Es ist, als hätte man es angelegt dafür. Es ist schön. Ja. So ein bisschen Körper, Geist und Seele. Ja, das Plätschern beruhigt so, ne? Aber wir sind jetzt auf der obersten Sohle, das heißt, wir sind wie viel Meter? Wir sind jetzt auf der oberen Sohle und haben 50 Meter Berg über uns. 50 Meter Berg. 50 Meter. Und hier kann theoretisch jeder rein. Hier kommt jeder Besucher, jeder rollstuhlgerecht bis hierher. Ne? Mhm. Also kann auch die Rollstühle oder wenn mal der Kinderwagen mit rein, bis hierher können die und gehen dann praktisch vorne wieder raus. Und das Besondere ist, unten die Action und hier oben aber die schönen Farben, richtig, das plätschernde Wasser. Und deswegen haben wir ja auch einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde bekommen. Also ich kann auf eine Sohle, ich kann auf 2 Sohlen, ich kann alle 3 Sohlen. Du kannst alle 3 Sohlen begutachten, das ist, finde ich, bei uns was ganz Besonderes. Mhm. Du kannst im Alten anfangen und endest dann praktisch hier, wo der Bergbau 1860 aufgehört hat. Ja. Es ist schön. Einfach aufsteigen. Einfach aufsteigen. Auch ohne die Arme. Okay. Ja. Mal kurz mal einen Lenker zur Seite mal wegziehen. Oh, nicht, ja. nicht gleich so doll. Oh, ja. Ja. Gut, andersrum nochmal. Nicht schön langsam. Je weiter wir den Lenker ziehen, desto schneller geht es. Darf ich mal gucken, wie schnell ich fahren kann? Langsam. Langsam. Okay, nach und nach. Okay. Aber ruhig gerne mal jetzt hier mal so ein paar Meter hinfahren und wieder zurück. Okay. Und bremsen. Nicht gleich. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, langsam. Ja, Entschuldigung. Genau. Bitte folgen. Leibis war ein Ort, der heute 70 Meter tief im Wasser liegen würde. Genau, die wurden umgesiedelt, habe ich gelesen. Ja. Dort gibt es die Bewohner, haben einen neuen Ort gebaut bekommen, noch zu DDR-Zeiten, nennen sich Neuleibis. Neuleibis, ja. Wurde das einfach so hingenommen oder war das so ein bisschen auch... Der Ort Leibis, ja, waren das sogenannte alte Sommerfrische, wo also sehr viele Urlaube da waren, aber mit sehr vielen alten Häusern. Ja. Und die Leute haben natürlich massive neue Häuser gebaut bekommen, zu Vorzugspreisen, die waren nicht unglücklich. Okay. Also es ist schon wahnsinnig schön, der Ausblick. Aber diese Talsperre wurde ja nicht gebaut, damit wir hier was Schönes sehen können, sondern die hat ja einen Sinn. Wofür ist dieses Wasser hier gestaut worden?
Ja, als letztes Großbauwerk als Stausee ist es die Trinkwasser, ist es eine reine Trinkwassertalsperre und versorgt ganz Ostthüringen mit entsprechend hochwertigem Trinkwasser. Das ist unfassbar und ich würde total jetzt gerne mit euch die nächste Stunde hier genießen und sehen, wie die Sonne untergeht. Aber ich habe jetzt noch ein Duell vor mir. Ich habe jetzt noch ein Date mit der Kettensäge. Ich bin jetzt in Groß-Gölitz und zwar beim Holzflori und der macht aus solchen Baumstämmen solche Kunstwerke, vor allem Karikaturen. Und du hast mich eingeladen herzukommen, in einer Challenge anzutreten und zwar indem ich schnitze, aber zum Glück nicht gegen dich, weil dann wäre ich ja total verloren. Ich werde jetzt gegen Theodor antreten und mir wurde schon gesagt, du machst das seit 3 Jahren und das ist sozusagen dein täglich Brot und ich soll jetzt gegen dich antreten. Ja. Alles klar. Du grinst schon so, das heißt, ich habe eh keine Chance. Ja. War nicht schlecht von Anfang, oder? Also ich bin ehrlich gesagt ganz okay damit. Man erkennt, es ist nicht mehr Holz. Okay, Theo, ich gebe mich schlagen. Du hast natürlich gewonnen, du hast den schöneren Pilz gemacht. Und ich würde sagen, du nimmst dich mal mit zu deiner Ausstellung, die du hast. Wir waren jetzt gerade eben am Waldesrand, da, also am Rand von Groß-Gölitz, ungefähr 1 Kilometer von hier, da schnitzt du. Hier ist aber dein Gelände und hier stehen lauter Skulpturen rum. Und hier kann man einfach vorbeikommen und die sich anschauen. Und das sind also alle Skulpturen von dir und Freunden von dir, die ihr gemacht habt. Und die lädst du einmal im Jahr ein, hierher zu kommen. Und das Ganze heißt Flori & Friends. Dann kommen halt die weltbesten Kettensägenkünstler aus 10, 12 Nationen, aus Japan, USA, Australien, Russland, England, Ecuador, sämtliche Länder, die besten, treffen sich hier. Und da sägen die so 3, 4 Tage lang hier schöne Figuren nach gewissen Themen oder Mottos, was wir vorgeben. Ja. Und deswegen kommen die halt hier auf dieses kleine Dorf in Thüringen. Glaubt ja keiner, aber es ist so, gell? Und die besten Kettensägenkünstler. Das letzte große Motto, was es gab, das war 2019. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Was sehen wir hier? Was war das Motto? Ja, da haben wir überlegt, was machen wir dieses Jahr? Und da haben wir halt gedacht, jetzt machen wir mal Stammzeichen. Und nicht nur Stammzeichen, sondern die sollen so dastehen wie ein Orchester. Jetzt ist es so, dass deine Spezialität ja Karikaturen sind, oder? Also ja. Wie kamst du darauf, zu sagen, ich mache jetzt Karikaturen? Also ich war auch jedes Jahr immer auf den English Open dabei in Manchester. Und auf der Fahrt nach England Fähre und so, dann habe ich irgendwo so eine Münze gefunden hier, so eine Penny oder so ein Centstück. Mhm. Da war da die Tante drauf in England hier, die Queen. Und da habe ich gedacht, Mensch, macht Schnitz die Queen. Da habe ich dann noch mit den anderen Schnitzern, ich wollte auch die Queen nackt schnitzen, also so als richtig derbe Karikatur. Und dann haben die gesagt, nee, mach das ja nicht, du wirst ja mit Pfeil und Bogen erschossen. Und echt, gell. Und da habe ich dann hier halt mit Handtasche und Blume, und die hing, glaube ich, den Kopf runter, die Blume, und Krönchen und so, habe die da drüben geschnitzt. Und dann haben die alle schon gedacht, ah, da macht die Queen. Da sind die alle schon immer vorbeigeschlichen. Und dann kam der Veranstalter auch gefahren. Und dann hat er Fotos gemacht, der Veranstalter, und ist wieder weg. Dann hat er wirklich mit dem Königshaus telefoniert. Also mit das okay ist. Mit irgendwelchen, wo die fertig waren, mit irgendwelchen Vertretern von der Queen. Und dann, die haben sich dann reingehängt und das musste unbedingt da steigert werden. Also es durfte nicht in die Öffentlichkeit. Also man kann hier in Groß-Gölitz dich am Waldesrand besuchen, wo du schnitzt, wie wir das gemacht haben. Und wenn man Glück hat, sieht man dich da, wie du schnitzt. Man kann aber zu dir hier auch aufs Gelände fahren und diese Skulpturenausstellung, diesen Wanderweg hier sich anschauen, wo du die Skulpturen ausstellst. Aber man kann auch hinter uns in die Destillerie deines Vaters gehen, der dort selber Schnaps brennt. Und der Hartmut, der wartet jetzt schon auf uns und
trinken wir jetzt einen Schnaps mit ihm. Genau, hat schon eingeschenkt. Sehr gut. Los geht's. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Und wenn ihr mehr Content von Hinreisend sehen wollt, dann klickt gerne hier für ein weiteres Video von unseren Kollegen aus Sachsen-Anhalt. Und wenn ihr Lust auf eine Reportage habt, dann klickt gerne hier für ein Video von unseren Kollegen von Exactly.